Yo Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video auf unserem Kanal. Und heute habe ich mal wieder ein Latest Pickups für euch. Ich weiß, es ist kein Monat vorbei, aber ich habe ein paar Pieces, die ich eigentlich ziemlich nice finde. Ich muss aufhören zu klatschen, ich weiß schon. Ich werde jetzt auch in den nächsten Videos versuchen. Und ja, jedenfalls, ich habe wieder mal drei Pieces mir besorgt, die ich wirklich absolut lit finde. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem allerersten an. Das erste Piece ist diese Kappa-Hose. Ist eigentlich ziemlich lit, hat halt diesen Streifen an der Seite mit dem Kappa-Emblem und vorne eben noch so ein Kappa-Zeichen. Diese hier ist nicht in der Kollaboration mit Gosha, nicht so wie bei SJ2. Der hat die ja in der Kollaboration mit Gosha. Ich habe jetzt dafür 52 Euro gezahlt bei Urban Outfitters. Auf jeden Fall stabiler Preis. Ja, die Hose finde ich ziemlich dope. Ist auch schon ein Insta-Pick mit hochgeladen. Instagram heiße ich itsnoahnn. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken gehen. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum zweiten Piece. Das zweite Piece ist die TNF Nupsi Jacke. Hat 260 Euro gekostet bei Krämer und Co. Auf jeden Fall danke dafür an meine Eltern, weil die haben mir diese Jacke gekauft. Ich habe eine Winterjacke gebraucht und deswegen habe ich hier diese North Face Jacke bekommen. Auf jeden Fall littes Piece. Auf jeden Fall ein dopes Teil und ist ebenfalls schon ein Instagram-Bild mit hochgeladen. Deswegen, ihr müsst einfach meinen Insta-Account abchecken. Deswegen würde ich sagen, tut das direkt nach diesem Video. Jetzt ist sogar der Link unten in der Beschreibung. Vorhin nur eingeblendet, jetzt der Link unten in der Beschreibung. Geht's auf jeden Fall mal abchecken. So Leute, und das dritte Piece haben wir hier. Ihr könnt es vielleicht lesen. Raf Simons x Adidas. Und jetzt werden definitiv schon die meisten von euch ganz genau wissen, welchen Schuh ich mir hier geholt habe. Denn das ist ein Langzeit-Grey von mir gewesen. Ich habe wirklich bislang nur noch nicht Lust gehabt, so den Trigger zu ziehen und dann wirklich auch dieses Geld auszugeben. Und ich habe den jetzt eigentlich für einen sehr guten Preis bekommen. Ich habe ihn gebraucht gekauft auf eBay und habe jetzt 260 gezahlt. Und der ursprüngliche Retailpreis von dem Schuh ist 350. Jetzt wird auf jeden Fall auch der letzte von euch wissen, welcher Schuh es ist. Und zwar ist es der Raf Simons Oswego 3, Khaki und Black. Heißt dieser Colorway auf jeden Fall. Dopes Teil. Und ja, jetzt könnt ihr ihn hier mal genauer angucken. Also wie gesagt, leichte Gebrauchsspuren sind zu sehen. Aber ich denke mal, für 100 Euro weniger als der Retailpreis hier. Man hat auch schon leichte Creases hier am Leder. Das fuckt halt ein bisschen ab. Aber sonst finde ich, ist der Schuh wirklich noch in einer 1A-Zustand. Ich würde sagen, das ist eine Condition 9 von 10 oder 8,5. Und der Schuh ist auf jeden Fall mega dope. Passt auch wie angegossen. Und ja, ich würde sagen, ich zeige euch noch schnell den anderen. Hat man hier, ich zeige euch noch ein paar Details. Hat man hier hinten in der Ferse eben die drei Streifen, die Adidas-Streifen. Hier vorne sieht man auf der Zunge steht auch Raf Simons, das erkennt man jetzt nicht so gut. Und auf jeden Fall, der Schuh ist einfach so dope. Innen im Schuh steht auch nochmal Raf Simons und Adidas. Der Schuh ist einfach wirklich, ich weiß nicht warum, ich habe den einmal bei Krämer halt angehabt so und der ist mir direkt so krank ans Herz gewachsen und seitdem wollte ich den haben und jetzt habe ich ihn endlich. Aber der Schuh, schau mal wie groß der ausschaut. Der schaut einfach riesig aus, das ist eine Größe 46, fällt ja ein ganz klein bisschen kleiner aus, habe ich mir sagen lassen von einem Kollegen, der die auch hat. Und ja, dann waren hier halt noch die extra Laces dabei, auf jeden Fall auch nochmal ganz nice. Der wird auf jeden Fall lange in meiner Kollektion bleiben und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch noch ganz kurz den Onbody von den drei Pieces kombiniert. Noch kurz Thumbnail raussuchen. I done came up, bustin' down the whole bag. Broke nigga step back, watch people nigga swag. He ain't even gotta ask, what are those, what is that? Please don't touch my wrath, please don't touch my wrath. I'm racked up like rappers, I'm wrapped up on camera. Get knocked out on camera. Yo Leute, das war's vom Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich hoffe meine paar Pieces, die ich hier vorgestellt habe, haben euch ebenfalls gefallen. Und natürlich hoffe ich, dass mein Oswego euch umso besser gefallen hat. Und ja, das ist der gleiche Oswego, wie der Justin von SJ2 ebenfalls hat. Ist sehr, sehr komisch. Wir haben uns in letzter Zeit echt voll viele ähnliche Pieces geholt, die Kappa-Hose zum Beispiel. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Auf jeden Fall demnächst kommt
das Video How Much Is Your Output Worth. Grüße gehen raus an alle, die dabei waren. Grüße vor allem nochmal im Voraus schon mal an den Jonathan, der dann auch wirklich für mich gefilmt hat, und auch an alle, die da waren. Wirklich. Video kommt die Tage und ich würde sagen, freut euch auf jeden Fall drauf. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.